Hallo und herzlich willkommen, grüß Gott, liebe Zuschauer, zu einem weiteren Teil von Let's Play Europa Universalis 4 mit dem übermächtigen Österreich und der übermächtigen Schweiz, unserem treuen Vasallen, der bald in unsere Nation aufgenommen wird. Und natürlich bin ich nicht alleine hier, wir haben wie immer kompetente Unterstützung durch den Dogen Egon Sononi. Buongiorno. Ja, und natürlich noch unsere Brüder im Osten, unsere muslimischen Brüder im Osten, der Legendary Marvin Ibn irgendwas. Servus, Bernd. Ja. Hast du gerade meinen Herrschernamen vorgelesen? Wusste nicht, wie dein Herrscher heißt, deswegen ist mir das dann entfallen, sonst hätte ich das, aber das nächste Mal mache ich das. Der Legendary Marvin Ibn Osmanli, Sohn des Osmanli. Ja, im letzten Part haben wir Frieden mit Bayern gemacht, haben der Schweiz Wallis und Vaud zurückgegeben. Das ist auf jeden Fall ein Partner, den ich ganz gerne annektieren würde. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich Lothringen vasalisieren soll. Haben eine Staatsehe mit Köln und mit der Pfalz und verbessern momentan ihre Beziehungen. Aber so könnte ich vielleicht noch ganz günstig an Metz rankommen, wobei Burgund das vielleicht scheiße fände, wenn ich da einen Vasallen so dicht an ihnen hätte. Da bin ich noch etwas unsicher. Die Burgund-Frage muss eh bald mal gelöst werden. Dass es sie überhaupt noch gibt, ist seltsam. Ja. Und sie werden viel zu groß. Ja, die Burgund-Frage. Ist in der Tat sehr merkwürdig unterwegs. Das ist wohl wahr. Pfalz hat auch irgendwie ihre Provinzen schön verteilt hier. Guck mich mal gerade noch so ein bisschen nach potenziellen Vasallen um. Wie wäre es denn mit Polen? Oder Litauen? Günner geht shoppen. Ja, ja. So, welches Land kauft man? Man muss dazu sagen, dieses wunderbare Event, bei dem Burgund ja zu komplett geerbt wird, zur Hälfte vom Kaiser, zur Hälfte von Frankreich, das ist vom Tisch. Ja, gibt's das nicht mehr? Okay. Das gibt's nur bis 1500. Ah ja, okay. Ha, dann wird das natürlich noch eine interessante Sache. Das ist halt so eine Sache, wenn Burgund da nicht drauf geht, dann kann Burgund halt richtig, richtig mächtig werden. Weil die haben auch richtig gute nationale Ideen, finde ich. Hm. Sehr viel Söldnervorteile. Ah, okay. Das ist natürlich nicht so unmächtig. In der Technologie haben sie momentan. Wir stehen da bei 978. Wir werden jetzt deutlich zurückfallen, weil wir einfach einen unglaublich schlechten Herrscher gekriegt haben. Aber ich habe ihn schon als General eingesetzt und vielleicht wird er krepieren. Das wäre gar nicht so schlecht. Bei mir laufen gerade die Portugiesen, die von ihrem Marokko-Krieg nach Hause kehrten, über Alexandria nach Hause. Von Marokko nach Portugal, das ist ein langer Marsch. Ja, ja. Aber schön, kann ich mir vorstellen auch. Da gibt's, Wir müssen mal kurz pausieren. Ich habe erstens den Zeitpunkt zum Annektieren der Schweiz gerade verpasst, aber es war zum Glück nur der Dezember, der mir da noch fehlte. Aber da werden wir vielleicht noch gerade mal... Ja doch, nee, wir machen das jetzt mit dem Annektieren. Das ist einfach super wichtig. Das ist einfach ultra, ultra wichtig. Dann haben wir momentan noch einen Diplomaten in Ulm und du bist in Brandenburg unterwegs. Dann holen wir doch mal... Okay, dann machen wir doch folgenden Deal. Wenn Metz noch existiert, wenn ich die Schweiz annektiert habe, dann machen wir die zu unserem Vasallen. Dann warten wir noch so lange. Die Schweiz hat eine Meinung von uns von 200, obwohl wir noch den Nachteil haben, es gab einen Krieg minus 76. Das ist doch sehr schön. Das ist doch sehr schön. Ein treuer Vasall. Ja, bei Kriegen, da sind sie immer unheimlich beleidigt. Übrigens kommt Tunesien gerade vom Norden nach Hause. Ah, die sind ja schon bei dir vorbeigelaufen. Naja, die sind, die sind durch Friaul durchmarschiert. Unglaublich. Ja, das ist dann wie damals, wie in Hearts of Iron 2, als auf einmal die Japaner durch Paris durchgelaufen sind und keiner weiß, wo sie herkamen. So, Modena. Ferrara.
Ah ja. Ja, wir müssen jetzt an einer Stelle nochmal Salzburg annektieren. Es hätte die Möglichkeit, mit Mailand jetzt separat Frieden auszuhandeln und Cremona zurückzuerobern. Aber ich glaube, ich werde da mal einen Schritt zurücktreten, ja, meine Ländereien, so wie sie sind, erstmal stabilisieren, bevor ich jetzt schon wieder expandiere und dann der Nächste mir den Krieg erklärt. Auch so als Zeichen, ja, für die anderen Herrscher auf dem Wegen, hey, ich kann auch anders. Ich kann's. Ja. Es ist wie wenn du mit einem Supersportwagen auf der Autobahn fährst, aber nur so mittlere Spur oder rechte Spur. Ich weiß, dass ich am schnellsten bin. Die anderen wissen, dass ich der Schnellste bin. Von daher brauchen wir es auch gar nicht zeigen. Oh, und Korfu ist integriert. Ja, dann sind wir doch da auch schon gewachsen. Das ist doch schön. So. Es ist einfach so pervers, auf wie viele Provinzen Würzburg Anspruch hat. Das ist so. Die holen pervers. Sie jetzt bald alle, pass auf. Ja, ich glaube, da werde ich schon noch gegensteuern. Ich hätte mich ganz gern noch, dass sie Bamberg an Ansbach abtreten. Ansbach ist nämlich mein Vasall und die haben einen Anspruch auf Bamberg. Da dürften wir aber nicht mehr zu lange warten. Sie sind in einem Bündnis mit Salzburg drin. Das könnten wir ausnutzen. Das Problem ist, da muss ich gegen Baden und gegen Böhmen kämpfen. Ich muss gerade mal Pause machen, weil... Oh, Böhmen ist im Krieg mit Burgund. Ja, bitte, bitte, mach deine Pause. Mhm. Oh ja, Böhmen hat einen bösen Krieg gerade auf dem Halt. Das müssen wir auf jeden Fall... Ich weiß, ob die hinkommen. Das muss... Ja, aber sie haben schon immerhin... sie haben schon bestimmt so 3.000, 4.000 Mann Infanterie haben sie schon verloren. Kavallerie auch. Manpower ist auch runtergegangen. Da könnte was gehen für uns, denke ich. Da müsste was gehen. Ah, ist ein Kaiserkrieg, okay. Weil die Burgunder jetzt das Reich auffressen. Ja, also irgendwie müssen wir in diesen Krieg mit Würzburg reinkommen. Ich denke, es wäre nicht verkehrt, Salzburg den Krieg zu erklären. Aber Baden. Baden ist auch im Krieg mit Neapel und Mailand. Das heißt, die sind also auch beschäftigt. Willst du jetzt gerade, Egon, willst du jetzt gerade einen Frieden verhandeln mit denen? Mit Mailand, ja. Kannst du mal gerade eine Sekunde warten? Ja, ich wollte eigentlich gerade weiterlaufen lassen, weil mir nicht mehr viel fehlt, bis ich die 100%. Dann lass mal gerade auf deine 100% weiterlaufen. Mhm. Warten wir noch gerade 7 Tage, dann ist mein Diplomat wieder zu Hause. Und dann können wir gerne nochmal pausieren. Ja, weil, ich bin auch schon bei 100%. Ist er schon wieder zurück bei dir? Ja, mach Pause. Gut. Weil dann können wir nämlich mal gerade gucken, wenn ich jetzt Salzburg nämlich den Krieg erklären würde. Eroberung von Salzburg. Sie sind alliiert mit Baden, Böhmen und Würzburg. Weil ich denke halt... Ich denke, das müssten wir schaffen. Wir haben zwar sau wenig Manpower momentan, aber das schaffen wir. Ich sag mal, Krieg erklären. Mach mal nur nicht dein Friedensabkommen, weil sonst rauscht Baden nämlich direkt mit in den Krieg rein. Mhm. Und das fände ich persönlich gesagt scheiße. Okay, dann könnten wir jetzt weitermachen. Also ich warte noch mit meinem Frieden. Jetzt können... Ja, warte mal noch ein bisschen mit deinem Frieden, wenn das geht. Klar. Für dich doch immer. Ja, super. Du bist eigentlich meine Lieblingsdoge von allen. Habe ich dir das schon gesagt? Von all den Dogen in diesem Spiel. Baden kommt jetzt gerade mit 10 Regimentern hier angewatschelt. Wollen die das jetzt ernsthaft machen? Dann muss ich leider jetzt Baden attackieren. Warte, also, gehen wir schon zurück. Weg? Nein, attackiere nicht Baden. Dann sind wir ja auch okay. Da muss ich ja, weißt du? Nee, ich attackiere die nicht, nur ich reibe ihnen die Regimenter auf. Das muss ich halt versuchen, okay. Naja, gucken wir. Erstmal wird Böhmen jetzt von Ungarn besetzt. So muss das ja laufen, ne? Wow. Ich habe gerade einen 6-4-3-2 General gewürfelt. Das ist nice. Das ist endnice. Gut, ich habe auch 80 Armee-Tradition.
da passiert sowas schon mal. Weil ja in dem Let's Play, wie schon einem meiner Zuschauer aufgefallen ist, ziemlich viel Glück mit meinen Generälen hat, auch bei niedrigen Armeetraditionen. So, jetzt müssen wir leider hier gegen eine Flussüberquerung kämpfen. Wir haben die bessere Moral, wir haben nur scheiße gewürfelt. Jetzt haben wir mal gut gewürfelt. Kann ich den Frieden jetzt aushandeln? Ja, jetzt, wo Baden eh gegen mich kämpft, kannst du auch den Frieden machen, dann ist das echt egal. Dann machen wir den kurz. Ich brauche vor allem Geld. Der Krieg war teuer. Und wir entlassen... Lass Genua frei. Habe ich mir auch schon überlegt, aber ich lasse lieber Mantua frei. Weil Genua ist ja, weißt du, Genua, Venedig. Ich werde jetzt nicht Genua unabhängig machen. Nee, eben, das wäre das Zeige daran. Und alles mit Neapel aufkündigen und außerdem natürlich den Handelseinfluss übertragen. Und dann war's das auch. Das können ja nicht anders als annehmen, ne? Ja. So, jetzt sind wir nur noch im Krieg mit Neapel und schauen mal, wie wir uns da schlagen. Erstmal müssen wir Dalmatien wieder befreien. So. Und Günner, wie läuft das bei dir? Was machst du da gerade? Ich muss jetzt nochmal die badischen Regimenter aufreiben. Ach, du bist im Krieg mit ihnen, Nene. Ja, ja, die haben ja, die sind ja dem Krieg beigetreten. Das ist ja mein großes Problem. Ich habe ja gedacht, dass wir eigentlich das schaffen, dass wir hier aus, dass wir Baden halt raushalten können, weil die noch im Krieg mit dir unterwegs waren. Und das hat mich jetzt gerade ein bisschen Nerven gekostet. Das ist nämlich nicht so nice. Und jetzt spielen die wieder mal Verstecken mit mir. Dann werden wir jetzt erstmal Salzburg besetzen, nachdem das ja keiner meiner Verbündeten macht. Die sind ja momentan dabei, Böhmen zu besetzen. Dann machen wir das mal. Viel haben wir sehr nett. Läuft Aragorn auch noch hier durch die Gegend. Das ist äußerst interessant. So. Mit unserem Kriegs Geld tilgen wir jetzt mal die eine oder anderen Kredite, die mir für... Kriegsgeld ist eine gute Idee. Kriegssteuern. Ja. Oh ja, stimmt. Bringt sind wir auch trotzdem noch. Oh Gott, minus 9. Okay, dann müssen wir gucken, ob wir das aufrechterhalten können. Bis wir da im Mal sind. Wobei. Meine Rekrutenreserve will auch einfach nicht mehr besser werden. Das soll ich vielleicht das ein oder andere Gebäude für bauen. Na gut, das bedeutet, ich muss ja gar nicht zur Hilfe von Baden, weil dein Hauptkriegsgegner ist Böhmen, ne? Salzburg. Ja, Salzburg. Aber Böhmen ist der gefährlichste. Nee, warte, Baden ist der Kriegsführer. Ach, krass. Baden ist tatsächlich hier der Führer, ja, der Anführer. Ja. Und Böhmen ist mit im Krieg. Ja, Böhmen ist mit im Krieg. Sind nur aber zwei. Das ist meine Gelegenheit. Das heißt, du kannst im Separatfrieden Böhmen klein machen. Ja, das werde ich auch versuchen. Das müssen wir auf jeden Fall versuchen. Dass wir nämlich. Das ist eigentlich eine super Gelegenheit. Ja, es wäre mir sehr recht, wenn das klappen würde. Also es hängt halt auch so ein bisschen davon ab, was Ungarn halt macht, weil die momentan hauptsächlich dafür verantwortlich sind, Böhmen zu besetzen. Also sollten wir aber auch eigentlich, ja, wir sollten, sollten auf jeden Fall mal Baden noch so gut besetzen, wie es irgendwie geht. So, ich habe gerade 100 Armee-Tradition. Das muss jetzt mal schauen, 100. Was rauskommt. Ach, wieder meine Fresse. Das probiere ich jetzt ein, zweimal. Ja, 5, 6, so gehört sich das. Ah, ist aber auch das nicht viel besser. Das ist schon sehr nice. Ja. Ich glaube, ich bleibe beim 6, 4. Obwohl, das ist im Augenblick wichtig. Im Augenblick ist der Nahkampf aber eigentlich noch wichtiger. Ja, dann nehme ich den 9, okay. Ich dachte mir 100 Armee-Tradition, da muss man ein paar Mal würfeln. Wenn es sich immer 50 militärische Macht kosten würde, was ja. Ja, das merkt man natürlich.
Die Mamelucken greifen mich aus der Terra Incognita heraus an. Feiglinge. Ja, wenn ich sowieso vorhabe, meine Söldner gleich zu entlassen, dann kann ich sie doch nochmal stürmen lassen auf eine... Ja, ja. Ne? Sind gut tot. Tod ist tot. Greif mal doch mal an. Eieiei. Klingt böse, gell. Aber, na gut. So, meine lieben neapolitanischen Freunde. Ihr seid nicht für weißen Frieden zu haben. Was glaubt ihr denn... Was ihr, sie wollen, dass wir die Niederlage eingestehen. Nein. Das wird nicht passieren. Aber andererseits komme ich auch nicht rüber, ne? Weil sie hier die Adria zu haben. Wie komme ich da? Ich habe schon geguckt, aber ich werde hier keinen Militärzugang bekommen von den beiden. Von Ancona und oder Florenz. Wenn Siena da noch mit reinkäme oder ich irgendwie meine Truppen... Aber hier ist halt zu 11,9. Ach man, jetzt wird diese ätzende böhmische Armee immer größer und größer und jetzt lass mich auch noch meine Verbündeten in den Stich. Jetzt kommt doch mal mit, meine Vasallen. Dafür hab ich euch doch. Dafür hab ich euch doch. Na komm, kommt. Also hier Kroatien, Ansbach, die ganze Marie... Oh shit, da kämpft er jetzt gegen Ungarn. Das ist natürlich nicht so gut. So, Belagerung von Salzburg abgeschlossen. Ab nach Niederbayern. Ihr müsst hier mit dazu. Wartet noch eine Sekunde, Kinder. Und dann helfen wir den Ungarn. Jetzt komm. Ab da hoch. Ab da hoch. Da müssen wir den Ungarn jetzt helfen. Dann haben wir Böhmen an den Eiern. Was werden eigentlich, momentan ist der Salzburg ein Kurfürst, ne? Darf also wählen, hat also Kurrecht. Jetzt könnte ich ja hingehen und Salzburg annektieren, dadurch bekomme aber ich nicht das Wahlrecht, sondern das ist dann einfach nur weg und das ganze Reich ist wahrscheinlich ultrapissig, oder? Das ist dann weg, das direkte ne? Beziehungs- ja, das fällt Malus. Einfach nur raus, ne? Ja, ja. Ja. Und dann kriegt Böhmen einen Malus auf die Reichsautorität, solange sie keinen siebten bestimmen. Ja. Die müssen halt dann irgendwann, werden dann relativ bald einen neuen bestimmen, normalerweise. Okay. Bestimmen sie halt dann irgendeine kleine Nation meistens, die sie mögen. Ja, eigene Vasallen geht nicht. Ja, bei Salzburg, das haben sie ja auch, glaube ich, ganz strategisch gemacht. Ne? Die haben sie ja auch erstmal überhaupt zu Reichsfürsten machen müssen. Das waren ja gar keine am Anfang, soweit ich weiß, ne? Eine Stimme zu kriegen, musst du die jeweilige Nation durch eine Personalunion erben. Ja. Und wohlgemerkt wirklich erben, nicht integrieren. So, jetzt werden wir mal Breslau besetzen. Breslau ist wichtig. Und jetzt kann endlich mal bitte dieses ätzende Bamberg fallen. Das wäre mir sehr, sehr gelegen. Mamelucken blockieren Rom? Sauerei, die trauen sich. Was ändern wir? Ach ja, euer Vasall. Ja, ja. Mein Stellvertreter auf Erden. Du kannst leider nicht... ist sowieso egal. Aber du könntest nicht deinen Vasallen sagen, gebt den Venezianern Militärzugang, ne? Das sind sie... Nö. Unabhängig in ihrer Entscheidung. Oh. So, mal kurz pausieren. So. Mal schauen. Kann ich jetzt einen Frieden mit Würzburg verhandeln, indem ich sage, ich bin Würzburg vasalisieren. Ich kann aber... Warum kann ich nicht sagen... Ansbach hatte doch einen Anspruch. Ah, auf Bamberg sein. Scheiße, da muss ich noch warten. Okay, gut. Ich dachte, es wäre die andere Provinz gewesen. Alles klar. Okay. Breisgau erobert. Weiter nach Konstanz. Hoch. Ah ja, es läuft noch ein bisschen suboptimal.
Es zieht halt so derbst die Manpower weg, diese scheiß Kriege hier. Aber es war gerade ein günstiger Moment. Ich habe halt gedacht, Friedensangebot aus Baden. Never ever. Ihr seid Kriegsführer. Und solange ich hier Böhmen noch nicht irgendwie verschwindet habe, geht das noch nicht. Du musst ja auch irgendwie vielleicht, wenn du Möglichkeiten hast, schauen, dass du ein bisschen mehr Provinzen ansammelst. Wobei, wenn du die Schweiz annektierst, dann dürfte es eigentlich erledigt sein, damit du Ungarn auch integrieren kannst, wenn es mal soweit ist. Ja. Aber mit der Schweiz müsste es ja soweit sein. Ja, da arbeiten wir momentan dran. So. Aber Bamberg muss jetzt halt fallen. Ich muss halt meine Truppen aus Bamberg wieder rausbekommen. Oh, ich muss gerade mal wieder pausieren. Ja, ich auch. Das gut. Trifft sich gut, denn ich habe gerade die Belagerung von Bamberg erfolgreich abgeschlossen. Haben wir gerade noch ein paar Söldnerregimenter. Einer geht noch hier. Wie teuer sind die? Oh, die sind so teuer. 1,6 monatlich. 12,6 Dukaten. Also Frieden verhandeln. Zack, Bamberg wird ein Teil von Österreich. Hör auf. Warum kann ich Bamberg nicht sagen? Das ist doch scheiße. Warum kann ich Bamberg jetzt nicht sagen, dass die ihre Provinz an Ansbach zurückgeben sollen? Hätte Ansbach das besetzen müssen? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Was willst du zurückgeben? Ich wollte gerne. Also es ist so, Ansbach hat einen Anspruch auf Bamberg. Ja. Mhm. Bamberg habe ich besetzt und Würzburg auch. Also beziehungsweise momentan komplett Würzburg. Ne? Ja. Und ich bin jetzt davon ausgegangen, wenn ich jetzt einen Frieden verhandle mit Würzburg, dass ich ihnen sagen kann, sie sollen die Provinz, die Kernprovinz Bamberg an Ansbach zurückgeben. Mhm. Aber das geht irgendwie nicht. Ist es eine Kernprovinz? Ja, wahrscheinlich. Oder ein Anspruch drauf? Moment. Ansbach erhebt Anspruch auf diese Provinz. Dann ist es keine Kernprovinz. Kernprovinz kannst du zurückgeben. Ansprüche für sie durchsetzen müssen sie selber machen. Okay, dazu müssen sie es selber besetzen, glaube ich. Ja. Okay, dann warte mal kurz. Wo sehe ich, ob es eine Kernprovinz ist? Wenn da kein grüner Rahmen um das Wappen ist. So, dann müssen wir mal gerade was gucken. Dann müssen wir mal kurz was nachgucken. Sekunde, es dauert noch einen Moment, ja. Ja. Okay, die betrachten also nur ultra viel als ihre Provinzen an, aber nichts als Kernprovinz. So. Die Ansprüche sind auf der Diplomatiekarte gelb gestreift. Ja. Kernprovinzen sind grün gestreift. Man lernt immer wieder was dazu. Aha. Okay. Dann müssen wir jetzt mal Folgendes nachgucken. Würzburg wird zum österreichischen Vasallen. Lasse die Beziehung mit Bayern, Baden, Salzburg und Böhmen. Burgund, Venedig, England, Polen, Litauen. Geht aber meiner Meinung nach noch. Dann habe ich zwar eine diplomatische Beziehung zu viel, aber die Schweiz habe ich ja bald annektiert. Rufe ich da überhaupt irgendwo was ab? Eigentlich nee, ne? Ich auch schenken, wobei es ist egal, es bringt Prestige. Okay. Dann kann unser Doge eigentlich weitermachen. Gerne. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe ja Mantua in die Unabhängigkeit entlassen und Mantua hat auch einen Dogen. Den Bonifacio Belmonte, der Kaufmannsrepublik Mantua. Hast du nur Mantua freigelassen? Hast du sonst gar nichts gefordert? Ich habe separat Frieden mit Mailand gemacht. Mantua freigelassen, jede Menge Geld, Handelseinfluss. Okay. Und noch die Beziehung zu Neapel aufgekündigt.
Und jetzt mehr oder weniger weißer Frieden hier mit Neapel, genau. Weil ich beim besten Willen nicht auf ihr Land kam. Sie haben die Adria kontrolliert und ich habe kein Zugangsrecht in Ancona oder Florenz bekommen. Von daher war es mir nicht möglich. Du bist als Venedig nicht an der neapolitanischen Flotte vorbeigekommen. Nee. Ich habe die ganze, also meine ganze Armee bestand nur aus Söldnern, was ein teurer Spaß war. Ich war auch weit über meinem Limit. Und muss jetzt mal schauen. Also das, ja, kann ich nicht mehr lange so weitermachen. So, das ist nicht. Ich stehe gerade in Äthiopien unten und belagere die letzten Provinzen. Was hast du denn da vor? Also da unten, ich muss mal schauen, nachdem es rausgeht. Ich würde halt gerne ein paar Provinzen an Äthiopien zurückgeben, dass sie da unten auch ein bisschen an Macht verlieren. Da ich da am nächsten Mal nicht wieder runter marschieren muss, so ungefähr. Je nachdem, was alles rausgeht von den Kriegswerten her. Man kann ja immer nur 100 fordern. Äthiopien. Ach, da fällt mir ein, ich habe noch meine Mission. Ah nee, die habe ich gar nicht mehr. Okay. Günther, du machst diese Pause, damit wir jetzt auch eine Pause machen. Machen wir das? Wir machen das. Kannst aber gerne ankündigen, was du vorhast für die nächste ja, Folge. Ja, Moment, ich wollte nur gerade schauen. Ja, wo laufen wir da hin und so weiter und so fort. Ja, irgendwie. Moment noch. Ich muss Böhmen unbedingt dazu kriegen, dass sie Provinzen abgeben. Und warum, ach, besetzt das Scheißding doch einfach mal. Ja, okay, gut. Nee, wir machen eine Pause an der Stelle. Ja. Wir machen eine Pause, Kinder. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken nochmal ganz, ganz herzlich bei unserem Dogen Egon Sononi. Mhm. Und du darfst dich verabschieden. Es war meine Ehre, mit Ihnen Europa kontrolliert zu haben. Bis zum nächsten Mal. Großer Dank auch noch an unsere muslimischen Brüder im Osten, Marvin ibn Osmanli. Servus. Macht's gut, ciao. Ciao.